bin Karl Olsberg und ich möchte euch gerne mein Buch Das Freu vorstellen. Darin geht es um die 11-jährige Mafalda, die eines Tages im verwilderten Nachbargarten ein seltsames magisches Wesen entdeckt. Doch bevor sie dieser Sache so richtig auf den Grund gehen kann, erhält sie ein Geschenk, das alles ein bisschen durcheinander bringt. Und diese Stelle möchte ich euch gerne vorlesen. Hier, das ist für dich, mein Äffchen. Zweifelnd betrachtete Mafalda den kleinen Karton. Eine Brille war darauf abgebildet, noch dazu eine rosafarbene. Sollte das etwa das tolle Geschenk sein, für das sie sogar einen Zoobesuch sausen lassen sollte? Was soll ich denn mit einer rosaroten Brille? Fragte sie und konnte ihre Enttäuschung nicht verbergen. Ihr Vater lachte. Das ist keine gewöhnliche Brille, das ist ein Fortunator VR, erklärte er. Ich will auch eine Bille, rief Timmy. Aber klar, du kriegst auch eine, sagte Papa und holte ein zweites Päckchen hervor. Die Brille, die darauf abgebildet war, war allerdings hellblau und sah eher aus wie eine Taucherbrille. Fortunator VR Mini stand darüber. Mafalda verstand immer noch nicht, was das Ganze sollte. Was ist das, ein Fortunator? Fragte sie. Das ist wie eine Zauberbrille, erklärte Papa. Wenn du sie aufsetzt, sieht die Welt ein bisschen bunter und schöner aus. Du wirst schon merken, wie toll das ist. Du wirst nie wieder Langeweile haben. Aber jetzt bin ich müde und möchte ins Bett gehen. Wir sehen uns das morgen gemeinsam an, Äffchen. Alles klar? Er nahm ihr das Päckchen mit der Brille wieder weg. Alles klar, murmelte sie und ging verwirrt in ihr Zimmer. Am nächsten Morgen konnte es Mafalda kaum abwarten, das Gerät mit ihrem Vater zusammen auszupacken. Vorsichtig öffnete sie die Schachtel und nahm die rosafarbene Brille heraus. Sie fühlte sich schwer an. Die Bügel waren dicker als bei einer gewöhnlichen Brille und hatten an den Enden Ausbuchtungen mit kleinen Ohrhörern. Noch seltsamer fand sie es, dass die Brillengläser nicht durchsichtig waren, sondern milchig weiß und hell leuchteten, wenn die Brille eingeschaltet war. Links und rechts oben waren zwei winzige schwarze Punkte zu erkennen, die so ähnlich aussahen wie die Kameras in Mafaldas Tablet. Außerdem gab es an der Seite eine winzige Öffnung, in die das Kabel des mitgelieferten Ladegeräts gesteckt werden konnte. Zum Glück hatte ihr Vater die seltsame Brille über Nacht bereits aufgeladen. »Probier sie mal auf«, schlug er vor. Sie setzte die Brille auf und blickte sich um. Sie konnte tatsächlich hindurchsehen, so als wären die milchigen Gläser von innen transparent. Das Wohnzimmer wirkte wie immer, doch dann entdeckte sie etwas auf dem Teppich neben dem Couchtisch und ein Freudenschrei entfuhr ihr. Dort saß doch tatsächlich ein niedliches Katzenbaby und sah sie mit großen Kulleraugen an. War die merkwürdige Brille bloß ein Ablenkungsmanöver gewesen? Hatte Papa ihr tatsächlich ein Kätzchen mitgebracht? Voller Freude, laut lachend, riss sich Mafalda die Brille von der Nase, nur um eine Enttäuschung zu erleben. Da war gar kein Katzenbaby im Wohnzimmer. Erst als sie die rosarote Brille wieder aufsetzte, erschien es erneut. Der kleine Kater war also gar nicht echt. Er war wie ein Gespenst, das Mafalda nur sehen konnte, wenn sie den Fortunator aufhatte. Aber niedlich war er trotzdem. Mafalda hockte sich auf den Boden. Immer noch sah es so aus, als säße ein süßes kleines Kätzchen mit hellgrauem Fell und dunklen Tigerstreifen vor ihr. Als sie eine Hand danach ausstreckte, fühlte sie nichts. Das Kätzchen jedoch schnurrte, als hätte sie es gestreichelt. »Ich habe Hunger«, piepste es, und seine Stimme klang wie das Miauen einer Katze. »Gib mir bitte einen Glückskeks.« »Du kannst sprechen?«, fragte Mafalda verblüfft. »Natürlich kann ich sprechen«, miaute das Kätzchen. »Ich möchte dein Freund sein. Gib mir einen Namen.« »Kasimir«, entschied Mafalda nach kurzem Überlegen. Sie hatte ein Kinderbuch, das von einem kleinen Kater mit diesem Namen handelte. »Mein Name ist Kasimir«, bestätigte das Kätzchen. »Ich habe Hunger. Gib mir bitte einen Glückskeks.« »Gefällt dir die Brille?«, fragte Papa. Mafalda war irgendwie verwirrt und wusste nicht so recht, was sie von dem unechten Kätzchen halten sollte. Niedlich war es schon, aber sie hätte viel lieber ein echtes gehabt, auch wenn echte Katzen nicht sprechen konnten. Doch sie wollte nicht undankbar sein und Papa enttäuschen. »Sie ist wirklich toll«, sagte sie deshalb. »VR, das steht für verbesserte Realität«, erklärte er. »Du wirst staunen, was dein Fortunator alles kann. Das Kätzchen ist dein persönlicher Glücklichmacher. Es hilft dir, mit dem Fortunator umzugehen und erklärt dir alles. Außerdem kannst du natürlich mit ihm spielen. Ich habe es für dich ausgesucht. Wenn du aber lieber ein Häschen hättest oder einen kleinen Affen...« »Nein, das Kätzchen ist süß«, beteuerte Mafalda, um ihm eine Freude zu machen. »Ich habe Hunger. Gib mir bitte einen Glückskeks«, meldete sich Kasimir zu Wort. »Ich habe aber keinen Glückskeks«, entgegnete Mafalda. »Du
kannst Glückskekse für mich kaufen, belehrte sie das Kätzchen. Sag einfach, öffne den Glücksshop. Öffne den Glücksshop, sagte Mafalda. Ja, und ob man Glück tatsächlich im Glücksshop kaufen kann oder ob es vielleicht doch mehr in der Realität zu finden ist, das erfahrt ihr, wenn ihr das Buch weiterlest. Ich habe es nicht nur für Kinder geschrieben, obwohl es ein Kind als Protagonistin hat, sondern auch für Erwachsene. Und viele Erwachsene haben es bereits mit Vergnügen gelesen. Zumindest habe ich entsprechende Feedbacks bekommen. Ich würde mich also freuen, wenn es vielleicht viele interessiert, und bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören.